schnell, Junge! Ja, warte, chill mal! Jo, Leute, wie ihr vielleicht beim letzten Video gesehen habt, habe ich einen 10.000 Euro Urlaub bekommen. Und am Ende, Freunde, ist Brooke einfach abgehauen, Freunde. Wie kann das sein? Ey, Fati! Was? Warte mal! Was los? Wohin gehen wir eigentlich? Junge, zum Flughafen, und wir müssen doch abhalten, bevor sie nach Italien fliegen. Ach ja, stimmt ja. Im Brief stand ja, dass sie nach Italien fliegen wollte. Okay, Leute, wir sind gerade auf dem Weg zum Flughafen mit dem Skytrain. Junge, was machst du da? Oh mein Gott, Junge, das ist voll geil. Junge, was machst du da, Mann? Okay, wir sind da. Okay, Leute, wir sind jetzt im Flughafen angekommen und suchen Brooke, Freunde, und wollen herausfinden, warum sie einfach abgehauen ist, Leute. Ey, Fati, ich glaube, ich weiß, warum Brooke abgehauen ist. Warum? Ihr hattet doch den 100-Euro Urlaub, oder? Ja, warum? Junge, wenn ich mit dir in einem Zelt, würde ich auch abhauen. Du als Maul, Alter. Noch mehr weiter. Ey, Leute, wo kann die sein? Ey, Fati, ich habe ein spezielles Fernglas, Mann. Was ist das, Mann? Damit werde ich sie sicherlich finden. Junge, was ist das? Junge, von wo hast du auf einmal dieses Fernglas? Junge, lass mich doch, Junge. Interessiert dich doch nicht. Warte mal. Fati! Was? Dein Messer war Brooke! Was, Ray? Die ist ja wirklich da hinten. Boah, Junge, Alter, hab ich dir doch gesagt. Aber warte mal, Ray, was macht sie eigentlich da? Junge, Alter, die steigt da ins Flugzeug ein. Also? Ja, Junge, Alter. Was? Niemals, Ray, komm, wir müssen sie aufhalten. Nein, nein, warte mal. Was ist los, Mann? Komm doch jetzt. Junge, nein, warte mal, checkst du es nicht? Was? Junge, wir können da nicht mehr rein. Sie steigt schon ins Flugzeug an. Wir können sie nicht mehr abhalten. Für sie gibt es einfach kein Zurück mehr. Wie kein Zurück mehr? Und was bedeutet das für uns? Das bedeutet, wenn sie nicht zurückkommt, dann müssen wir einfach hinterher. Leute, ich glaube, er hat recht. Ich glaube, wir werden sie bis Italien verfolgen müssen. Leute, wir sind gerade gelandet, Freunde, und ich kann Brooke immer noch nicht finden. Ey, wenn ich sie jetzt nicht finde, dann sind wir einfach umsonst hierhin geflogen. Aber jetzt dürfen wir keine Zeit verlieren, Freunde, die Uhr tickt. Ey, Rayman, kannst du mit deinem Fernglas hier irgendwo erkennen? Und? Was? Da hinten ist die Fati. Was? Ist da ja wirklich, Ray? Komm, schnell hinterher. Hä, wohin will der gehen, Freunde? Junge, Alter, die läuft irgendwo hin. Wohin denn? Ey, ich glaube, die läuft nach Hause. Was? Ey, was sollen wir machen? Wir müssen hinterher. Junge, als ob wir da einbrechen. Nein, Mann, wir brechen nicht ein. Wir schleichen uns rein. Ah, okay, gut. Junge, komm mit, Mann. Oder warte mal. Was? Ich mache eine Challenge raus. Junge, in dieser Situation denkst du an eine Challenge? Junge, wer zuletzt von Brooke erwischt wird, kriegt ganze 10.000 Euro. Und Fati, bist du jetzt dabei? Junge, natürlich nicht, Mann. Hä, wenn du das meinst? Was ist denn, Mann? Bist du das erwischt oder was? Okay, wir machen die Challenge. Jo, okay, komm mit. Ja. Okay, Fati, 3, 2, 1, go! Oh mein Gott, Alter. Junge, sag doch vorher, Mann, dass die Tür offen ist. Weißt du, was wehgetan hat? Ah. Leute, wie ihr schon im Verstecken-Video gesehen habt, bin ich einfach der King im Verstecken. Ich werde nicht so lange hier im Raum bleiben, weil ich finde, das ist ein richtig gutes Versteck. Und außerdem ist ja eine Playstation. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob Brooke im Haus ist, Freunde. Ich hab's noch nicht gesehen. Aber eins weiß ich, Leute. Ich hab Hunger. Was, Freunde? Cola? Und Chips, Freunde? Wie geil ist das denn? Ja, Leute. Freunde, ich glaube, da ist jemand.
schönes Essen. Aber jetzt brauche ich ein anderes Versteck, Freunde, bevor sie für mehr Essen zurückkommt. Leute, es sind schon 2 Stunden vergangen und mir geht's einfach super. Während Fossi im Haus umbrennt, um sich vor Brooke zu verstecken, bin ich hier im Zimmer und zocke Fortnite. Komm, Mann. Wie viel schluckt der Junge? Und ich bin kurz vor der 20-Bomb. Junge, schluckt doch nicht so viel. Der letzte Gegner. Komm. Hier ist jemand. Hier ist jemand. Ich muss mich verstecken. Wow, Fortnite, 20 Kills? Was? Jemand hat mir 20 Kills verloren? Naja, egal, jetzt bin ich dran. Oh, ich habe jetzt 6 Mal gespielt und keine Kills. Ich bin so schlecht. Oh, ich will nicht mehr. Was? Was, Alter? Ich hätte auf die Challenge, aber die hat einfach meine Fortnite-Stats zerstört. 6 Matches und 0 Kills? Wie schlecht kann man denn sein? Boah, mit den 10.000, Alter, kaufe ich Brooke Fortnite-Lehrer, Mann. Was ein Gott! Leute, wie ihr seht, es ist draußen schon stockdunkel. Und zum Glück habe ich ein super Versteck für den ganzen Abend, Freunde. Leute, es fängt an, sehr, sehr spät zu werden. Das heißt, Brooke wird wahrscheinlich sehr, sehr bald anfangen zu schlafen. Aber Leute, ich mache mir keine Sorgen, denn checkt ab, Freunde, wo ich mich jetzt verstecken werde. Und zwar auf diesem Holzbalken hier, Freunde. Freunde, hier oben wird sie mich niemals erwischen. Aber Leute, macht das auf jeden Fall nicht nach, denn dieses Versteck, Freunde, ist richtig gefährlich. Freunde, ich wollte ja nicht unters Bett, aber das wäre richtig offensichtlich. Deswegen, Freunde, gehen wir auf das Next Level. Also wirklich, Freunde, auf das Next Level. Das einzige Problem ist, Freunde, dass ich hier nicht runterspringen kann. Die einzige Option wäre, auf das Bett zu springen, aber es wird Brooke hören, Freunde. Also heißt das, Freunde, dass ich hier oben richtig viel Zeit verbringen werde. Ohne Essen und ohne was zu tun. Leute, ich glaube, das wird eine lange Nacht. Ah, mein Rücken, Freunde, ey, wie unbequem ist das? Leute, ich weiß nicht, wie viel los ist, Freunde, ich bin gerade aufgewacht. Was, wir haben schon 8 Uhr morgens? Leute, das war wortwörtlich der ungemütlichste Schlaf ever. Ich war die ganze Nacht auf diesem kalten Holzbalken, Freunde. Ohne Kissen, ohne Decke und das Allerwichtigste, ohne Essen. Leute, wie ihr seht, schläft Brooke immer noch tief und fest. Freunde, ich glaube, für eine lange Zeit wird die auch nicht aufstehen. Also ist jetzt der Moment, Freunde, wo ich von diesem Balken hier runterspringe und hier gefälligst verschwinde. Freunde! Die Nacht war so schwer für mich, aber ich glaube, Ray hat es trotzdem viel schlimmer. Warte mal, Leute. Was ist das? Alter. Ray? Junge, Fatima, warum bist du so laut? Was machst du hier? Junge, Alter, du jumpst hier runter, Alter. Ich dachte erstmal, es wäre ein Erdbeben. Alter. Ich dachte erstmal, Alter, wer redet da? Ich dachte erstmal, Brooke redet einfach im Schlaf. Junge, was laberst du da? Junge, was hast du hier eigentlich zu suchen, Mann? Alter, ich war hier viel vorher. Junge, was hast du ich noch vorher? Junge, nein, Alter, ich war da die ganze Zeit drunter und ich hab doch gehört, wie du da hochgegangen bist. Junge, was redest du, Mann? Ich war viel vorher hier. Ich bin der beste Verstecker hier, haben wir uns verstanden? Junge, was redest du, Alter? Junge? Was? Oh mein Gott, Mann. Okay, Leute, ich hab mich jetzt in der Badewanne versteckt, Freunde, weil mich Ray überall verfolgt, Freunde. Was ist das für ein Junge? Er klaut einfach all meine Versteckmöglichkeiten.
Hey, Ray, bist du das? Aufgeregt auf den Pool. Was, Leute? Gibt's einen Pool? Leute, warum immer ich? Hose. Ah, Junge, Alter, warte, ich hab ne Idee. Was? Lass sie einfach pranken. Pranken? Ja, Digga, wir müssen die richtig auseinandernehmen. Weißt du, was du machen solltest? Was? Digga, geh einfach zu ihr nach draußen und schütt einfach heißes Wasser über ihr Kopf. Junge, willst du mich verarschen? Junge, mach das, Alter, das ballert richtig. Meinst du, sollen wir das machen? Ja, Mann, Junge, die ist einfach im Pool und die lässt uns hier einfach alleine. Okay, Leute, Ray hat recht. Sie ist am wirklich hinten vor dem Pool. Und wir gammeln im Haus. Wisst ihr was, Freunde? Soll sie sehen, was du davon hast, Freunde? Ich werde das jetzt so heimzahlen. Passt jetzt gut auf, Leute. Was war das? Freunde, es hat einfach geklappt. Was ist das? Leute, mein Plan ist erfolgreich aufgegangen. Und jetzt beginne ich den finalen Schritt. Hallo, Brooke, wie geht's dir? Hi, Ray. Mir geht's nicht so gut. Ich war im Pool und jemand hat was auf mich gekippt. Hast du einen schon Vati gesehen? Der war auf der Suche nach dir. Der ist einfach abgehauen mit dem Flugzeug nach Italien. Das glaube ich nicht. Ey, warum soll ich lügen, Mann? Wenn du mir nicht glaubst, dann guck doch einfach selber nach. Warte mal, war der das im Pool vielleicht? Ja, ciao, viel Spaß! Vati? Bist du hier? Vati? Bist du hier? Ich weiß, dass du hier bist. Vati? Ich weiß, dass du hier bist. Wir haben mir alles erzählt. Oh. Vati? Du musst hier oben sein. Ich wollte dich finden. Ey Leute, woher weiß das hier bin? Irgendjemand muss das erzählt haben, Freunde. Sie weiß das gar nicht für mich, Vati. Hä, wie meinst du das, Ray? Hast du dir alles erzählt? Hey, ja, klar hab ich das. Was, Ray? Das kannst du doch nicht machen. Was bist du für ein Mensch? Haha, Brooke wird dich jetzt finden. Also gehen die 10.000 Euro mir. Ey Leute, Ray hat recht, Freunde. Ich glaube, ich hab die Challenge verloren, Freunde. Was soll ich machen? Freunde, ich hab die Idee! Ray, siehst du das hier? Ja. Weißt du, was das ist? Ja, eine Wasserflasche. Nein, Vati, als ob du die Wasserflasche runterschmeißen willst. Guck, was ich jetzt damit mache. 3, 2, nein. Junge, Alter, bist du eigentlich komplett gestört? Vati, ich hab dich gehört. Ich weiß, du bist unten. Ray, was machst du denn hier? Ich dachte, du warst in Deutschland. Nein, ich glaube, du hast mich nicht gesehen. Du hast mir gerade angerufen. Wie bist du schon hier? Mann, ich habe einfach die Challenge verloren, Mann. Wie kann das sein? Hä? Was für ein Challenge? Ich und Vati haben einfach eine Challenge gemacht, wo wir dich den ganzen Tag beobachten und ich habe die einfach verloren. Was? Ihr habt mich die ganze Zeit beobachtet? Oh mein Gott, ich hab die Challenge einfach gewonnen! Oh, Spray, wo sind meine 10.000? Ich hab die doch gewonnen! Die 10.000 sind da drinnen! Wo drinnen? Ja, natürlich hier drinnen, Mann!
Die 10.000 sind hier? Ja, die 10.000 sind da drin. Geh da jetzt rein, Mann. Wie kannst du mich den ganzen Tag beobachten? Und hast du mir das Wasser auf mich gekippt? Ja, ich war das. Ich gebe dir einfach die Hälfte ab, okay? 5.000? Okay. Okay, Freunde, wir gehen jetzt zu den 10.000. Wo sind die denn? Hä, wo sind denn die 10.000, Freunde? Hier. Ey, Leute, der hat uns ja einfach eingesperrt. Wo ist der Junge? Ey, Rayman, mach die Tür auf. Nein, mach ich nicht. Mein Plan war gar nicht, die 10.000 Euro zu gewinnen. Denn mein Plan war es, Conte nach Italien zu bringen, ihn hier einzusperren und für immer sein Kanal zu übernehmen. Erstmal wollte ich ihn einsperren, so wie er das bei mir gemacht hat. Aber das würde nicht reichen. Erst habe ich Brooke angerufen und ihr einen teuren Urlaub in Italien geschenkt. Natürlich mit Vatis Kreditkarte. Danach habe ich einen Fake-Brief geschrieben und Vati dazu gebracht, nach Italien zu kommen. Ich hab's geschafft, Leute. Ich hab bekommen, was ich wollte.